Zur Erinnerung, 2 Monate waren vergangen, über 100 Freunde gefunden und an die 200 Bälle gespendet, was wiederum zu 2 konkreten Vertragsabschlüssen geführt hatte. Aber würde es auch im 3. Monat so weiterlaufen? Die Ballspendeaktion als solches war eigentlich ein Riesenerfolg. Nach kurzer Zeit mussten wir sogar die Garage räumen, weil wir übergegangen sind vor Bell. Und sogar viele Bundesliga-Clubs wollten uns unterstützen, was uns vor allem PR-technisch sehr entgegengekommen ist. Das Social-Media-Wachstum war allerdings irgendwann einmal vorbei. Wir wussten nicht, liegt es entweder am herannahenden Sommer oder war doch eine Marktsättigung vorhanden. Es sind kaum mehr Freunde dazugekommen in den kommenden Wochen. Ja, und die Jobanfragen sind auch ausgeblieben. Wir haben dann natürlich geschaut, wie machen das andere. Und da haben wir festgestellt, Facebook kann man ja auch individuell gestalten, also mit eigenen Reitern und so weiter. Da begann dann die mühsame Phase. Wir wollten wachsen und es sollte aber auch weiterhin nichts kosten. Mit ein bisschen HTML haben wir dann unsere Facebook-Seite ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen erfrischt. Und im Nachhinein betrachtet muss ich gestehen, ab dem Zeitpunkt an hätte ich mir einen professionellen Partner an meiner Seite gewünscht. Immer ist vieles Learning by Doing und wir haben uns gefragt, wie man das eigentlich wirklich vor seinen Kunden. Beim Fernsehen ist das ja eigentlich genau die gleiche Geschichte. Üben auf Sendung ist absolut tabu. Sehr lehrreich war für uns dann unser Twitter-Start. Was macht man, wenn man wachsen möchte? Man diversifiziert. Ja, und von Twitter haben wir uns doch einiges versprochen. Also wurde die komplette Kundendatenbank über den Twitter-Auftritt informiert und der Twitter-Name auch in die Firmensignatur aufgenommen. Mit bescheidenem Erfolg. Also das war ein völliger Flop. Es hat sich von 1500 Adressaten kein einziger bei Twitter angemeldet. Und man kann sich jetzt fragen, ist Österreich noch nicht so weit oder haben wir was falsch gemacht? Ich glaube, sogar der Kater hatte mehr Facebook-Freunde als wir Twitter-Follower. Das war aber für uns ein Augenöffner, denn auf einmal waren Follower da, aber Follower, die eigentlich keiner haben will. Scheinbar seriöse Unternehmen haben dann versucht, mit uns via Twitter in Kontakt zu treten. Da war zum Beispiel eine Stiftung aus der Schweiz und bei genauerer Recherche sind wir draufgekommen, dass die bereits im Jahr 2000 liquidiert wurde. Und zum Glück haben wir wiederum Werkzeuge, wie zum Beispiel Web of Trust, die genau da Alarm schreien. Aber eines ist klar, wenn man natürlich diesen Schritt ins Web 2.0 wagt, dann öffnet man quasi die Türen seines Unternehmens für die ganze Welt. Und die Frage ist, will man das, wenn man bedenkt, dass es nicht nur gute Menschen da draußen gibt? Der Zwischenbericht. 44 Stunden und 4 Minuten Arbeit wurden in Facebook und Co. investiert. Der Traffic auf der Firmenwebsite ist stabil im Vergleich zum Vorjahr. Auf Facebook sind ca. 8-mal so viele Menschen unterwegs wie auf unserer Webseite. Die Klicks auf Facebook sind allerdings 44-mal so hoch wie jene über die Webseite. Offensichtlich ist Facebook also deutlich interessanter für jeden Einzelnen. Und wirtschaftlich betrachtet bleibt es bei den bisherigen 2 Aufträgen.